Ja, liebe Inken, vielen Dank für die Anmoderation. Zukunftsfähiger Softwarewechsel, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, Masterclass-Vortrag, den ich extra für Sie heute vorbereitet habe. Es freut mich, dass Sie alle hier sind, zuhören. Da jetzt schon vielen Dank dafür. Und in den nächsten Minuten möchte ich Ihnen einen sicheren Weg zum Softwarewechsel im automatischen Lager vorstellen. Aufgrund unserer 20 Jahre Projekterfahrung kennen wir die wesentlichen Treiber und Herausforderungen, die zum Softwarewechsel führen. Da ist zunächst SAP R3 zu S/4HANA. Das ist immer noch brandaktuell. Viele von Ihnen wissen, 2027 wird der R3-Support von SAP weitestgehend eingestellt, was letztlich bedeutet, dass ein Wechsel zu S/4HANA ansteht. Und in unseren Beratungen stehen immer wieder die Schnittstellen im Mittelpunkt. Ganz entscheidend sind die Schnittstellen zwischen den Warehouse-Management-Systemen und dem S/4HANA. Die Ausprägung der Schnittstelle hat ganz wesentlichen Einfluss auf Projektumfang, Projektkosten und letztlich auch Betriebskosten. Dann ganz klassisch Austausch der Unternehmenssoftware, immer wieder ein Treiber. Mittlerweile wunderbar, dass die Intralogistik oft auch der Treiber dafür ist. An der Stelle eine Frage an Sie. Wer von Ihnen plant in den nächsten 3 bis 5 Jahren den Austausch der ERP-Software? Den bitte ich mal kurz um Handzeichen. Ja, doch, der eine oder andere. Da gibt es eine Studie 2020 von ProAlpha. Da liegt der Durchschnitt höher, also liegen wir hier im Schnitt ein bisschen niedriger, aber es sind doch einige dabei. Vielen Dank. Aufgrund unserer langen Beziehungen im Service zu unseren Kunden wissen wir, dass so nach ungefähr 12 Jahren enormer Verfügbarkeitsverlust in den Anlagen beginnt. Sie können sich sicher denken, warum. Ganz klar, Elektronikbauteile geraten an die Grenzen ihrer Lebensdauer und die Verfügbarkeit nimmt dann rapide ab. Die meisten am Markt, die Unternehmen und Betreiber von automatischen Anlagen, reagieren dann mit komplettem Wechsel der Automatisierungs- und Steuerungseinheiten, sprich komplett neue Steuerung für egal Bediengeräte, Fördertechnik, gegebenenfalls auch der Materialflussrechner. Und man soll es kaum glauben, es gibt auch fehlenden Support. Klar, ich muss hier niemandem sagen, dass die Intralogistik die Lebensader eines jeden Unternehmens darstellt und demzufolge wirkt sich fehlender Support für die automatischen Systeme oder für die Software auch direkt mit entsprechendem Risiko auf den Geschäftsprozess aus. Entstehend der Supportverlust entsteht in der Regel dadurch, dass tatsächlich Anlagenhersteller kein Interesse an dem Service der bestehenden Altanlagen haben, möglicherweise aufgrund von Fachkräftemangel oder anderer Themen. Oder Hersteller verschwinden einfach durch Insolvenz oder Verkauf und der Betreiber steht ohne Software-Support da und am Ende des Tages ist er gezwungen, dann auch die Software entsprechend auszutauschen. Ja, ist der Bedarf mal erkannt, dann ist die Frage, wie geht es nun weiter? Klares Statement mit der Analyse der Ausgangssituation in der Bestandsanlage, ganz wichtig, und entsprechend mit der Definition der Ziele. Wir empfehlen bei der Analyse der Ausgangssituation auch unbedingt intensive Bestandsaufnahmen vor Ort in der Anlage. Umgebungsbedingungen sind wichtig, Kernprozesse vom Wareneingang über Kommissionierung bis zum Versand. Ganz entscheidend, Sicherheitstechnik gilt es zu begutachten und auch die Schnittstellen im System aufzunehmen, die in älteren Systemen leider eben oft nicht dokumentiert sind und dann mühsam analysiert werden müssen. Zum Verständnis ein Blick auf den Grundaufbau intralogistischer Systeme. Die sind in der Regel immer in denselben Ebenen aufgebaut und entsprechend zwischen den einzelnen Ebenen besteht immer eine Schnittstelle, wo Daten ausgetauscht werden. Leider fehlt heute die Zeit, um auf den Datenaustausch an den Schnittstellen einzugehen, aber Sie sind herzlich eingeladen bei Interesse. Unser Stand ist um die Ecke D04, da können wir gerne über das Thema nachher noch mal reden. Hier ein Beispiel einer Ausgangssituation von einem unserer Referenzkunden. Sie erkennen wieder den typischen Ebenenaufbau und die vielen verschiedenen farbigen Verbindungen sind letztlich verschiedene Netzwerktechnologien zum Verbinden zwischen Rechner und Steuerungstechnik. Und wenn man ein solches komplexes System, was über viele Jahre gewachsen ist, ablösen will, dann denke ich, zeigt das mit Nachdruck,
dass man den Bestand sehr gut analysieren sollte, bevor man sein Konzept entsprechend strickt. Ja, wie vorbereiten auf die Umstellung? Ich denke, man sollte sich über die Kompetenzen, die im eigenen Haus oder bei den Realisierungspartnern vorhanden sein sollten, klar werden. Da ist es so, dass der Realisierungspartner je nach Ausprägung des Projekts von der Steuerungstechnik über Materialflussrechnerkompetenzen bis hin zu Warehouse-Management-Kompetenzen, Prozesskompetenzen und letztlich auch Projektmanagement-Kompetenzen entsprechend ausgestattet sein sollte. Welche Kriterien sind entscheidend? Klar, die Leistungsfähigkeit. Nach der Modernisierung, nach dem Softwarewechsel soll die Anlage natürlich mindestens den Output bringen wie vorher. Die reine physische Leistungsfähigkeit kann man sicherlich in der Regel erfahrungsgemäß um 10-15% steigern. Allerdings gehört letztlich auch dazu, neue Software sollte deutlich intuitiver in der Bedienung sein und so den Logistikmitarbeitern die Möglichkeit geben, effizienter und schneller zu arbeiten. Ein Softwarewechsel im Lager ist immer auch eine gute Gelegenheit, die Sicherheitstechnik zu betrachten. Da hat sich die letzten 10-15 Jahre deutlich etwas verschärft in den Regularien. Die Betriebssicherheitsverordnung hat sich geändert und gilt es zu betrachten. Und das ist einfach eine gute Chance, das in einem Zuge mit zu erledigen und so Instandhaltern und Logistikmitarbeitern wieder sichere Arbeitsbedingungen zu geben. Zukunftsfähigkeit, das versprechen immer alle. Wir verstehen darunter Hardware, Software, Betriebssystem, Datenbank. Wir empfehlen Ihnen, nicht auf allerneueste Technologie zu setzen, insbesondere nicht in der Bestandsanlage, sondern auf erprobte Systeme zurückzugreifen und Technologien und an der Schnittstelle zu den Automatisierungssystemen, von Rechnertechnik zu Automatisierungssystemen, auf die OPC-UA-Schnittstelle zu setzen. Mit der sind Sie zukunftsfähig und Industrie 4.0, 5.0 und sicherlich auch Digital Mining fähig. Projekte müssen selbstverständlich wirtschaftlich geplant und umgesetzt werden und die Betriebskosten sind auch nicht aus dem Blick zu verlieren. An der Stelle die Bemerkung, bei einer Modernisierung von Regalbediengeräten mit Antriebstechnik sind Energiekosten von bis zu 25% einzusparen. Ist dann der Realisierungspartner gefunden, die Entscheidung gefallen, beginnt die Arbeit im Detail. Ich würde sagen, agile Projekte, gut und schön, aber ein Pflichtenheft muss sein. Eine klare Aufgabenstellung für den Lieferanten mit Terminen, mit Zielen. Nur so mit klarem Leistungsumfang lässt sich Budgetsicherheit und Terminsicherheit erreichen. Das Pflichtenheft geschrieben? Dann ergeben sich aus der Ableitung des Pflichtenhefts und den betrieblichen Anforderungen entsprechend die Schritte im Terminplan, die Meilensteine und die einzelnen Umsetzungsschritte. Ich denke, das wichtigste Werkzeug für die Abwicklung des Auftrags ist der Projektterminplan. Es braucht ein intensives Testmanagement, bedeutet also, die Gewerke einzeln zu testen, integrativ zu testen, um entsprechend vorbereitet in die Anlage zur Umsetzung zu gehen. Darüber hinaus gilt es auch für die Betreiber, den Betrieb auf die Umstellung vorzubereiten. Letztlich ist es ein Projekt, was vom Betreiber- und Lieferantenseite realisiert wird und beide Seiten müssen intensiv daran arbeiten. Der Betreiber muss oder sollte den Betrieb auf die Tests vorbereiten, Mitarbeiter rechtzeitig schulen, sollte Testumgebung schaffen, gegebenenfalls eine Regalbediengeräte, Gasse freiräumen für Tests. Und solche Dinge mehr sind entsprechend vorzubereiten. Die Anwendungsschulung hatte ich gerade angesprochen. Die ist absolut wichtig, dass Instandhalter und Logistiker geschult sind. Denn beim Wechsel der Software in der Bestandsanlage bedeutet das, die neue Welt beginnt über Nacht. Also da sollte man entsprechend vorbereitet sein, damit die Mitarbeiter die Masken und das Doing vorher schon erlernt haben. Ja, nun im Schnelldurchgang nochmal unsere Telox-typische Vorgehensweise bei der Umstellung. In diesem Beispiel haben wir hier den aktuellen Zustand. In dem wollen wir Materialflusssystem, Regalbediengerätesteuerung, Fördertechnik austauschen. Lagerverwaltungssystem soll erhalten bleiben. Wie kommt man nun vom Ist-Zustand in den Soll-Zustand? Zunächst mit dem eben angesprochenen intensiven Tests. Die
außerhalb der Anlage beim Softwarehersteller über Simulationen, Schnittstellen und Softwaretests. Entsprechend ist auch eine Softwareabnahme geboten. Das heißt, über die Softwareabnahme bekommt der Betreiber die Sicherheit, dass der Lieferant auch entsprechend gut vorbereitet vor Ort kommt zur Realisierung. Vor Ort geht es dann zunächst mal los mit einem Parallelaufbau. Parallelaufbau außerhalb der betrieblichen Erfordernisse oder außerhalb des Betriebes, sodass der Betrieb nicht gestört wird und ein reales Testumfeld entstehen kann. Ist das Testumfeld entsprechend aufgebaut, kann zu betriebsfreien Zeiten, also nachts und am Wochenende, entsprechend getestet werden. Und dann kann man immer nach den Tests entsprechend wieder zurück in die Ursprungsanlage. Der Betrieb kann ganz normal weitergehen, bis der nächste Test wieder ansteht und wenn man so viele Tests erfolgreich absolviert hat, dass der Go-Live entsprechend kommen kann. Am Go-Live-Tag dann entsprechend wird die Anlage den Logistikern übergeben. Die Experten sollten noch an Bord sein auf der Anlage, um eventuell kleine Probleme zu beseitigen und dann das ganze System dem Logistiker und an den Service entsprechend zu übergeben. Ein Softwarewechsel verursacht also nicht nur Kosten, sondern hat auch absolut nachhaltige Effekte, die sich für Betrieb und Verfügbarkeit nachhaltig auswirken und entsprechend nützlich sind. Aber was ich Ihnen hauptsächlich ans Herz legen möchte, Softwareprojekte scheitern nicht an schlechter Software, sondern an schlechtem Projektmanagement, das, wenn es zum Problem kommt, in der Regel in der Anfangsphase versagt. Also im Umkehrschluss, erfolgreiche Softwareprojekte realisieren Sie mit guten Realisierungspartnern, mit guter Software und vor allem hervorragendem Projektmanagement. Soweit meine Erfahrung und Empfehlung an Sie. Vielen Dank bis hierhin. Vielen lieben Dank, Jürgen. Über Slido haben mich noch keine Fragen erreicht, aber wir haben noch ein Minütchen auf der Uhr und das würde ich jetzt nochmal für spontane Fragen öffnen. Also einmal Hand hoch, das habe ich vergessen zu erwähnen natürlich. Aus fragenden Gesichtern werde ich noch nicht schlau, aber wenn ihr eine Frage habt, einmal Hand hoch und dann klären wir das noch. Nee, alle happy. Sehr schön. Falls noch Fragen aufkommen, du bist ja bestimmt heute und morgen vielleicht auch noch da. Ja, wir sind zu zweit hier, der Tim Meinke und ich, wir sind um die Ecke in D04. Stehen gerne für weitere Themen zur Verfügung und Fragen zur Verfügung. Wir würden uns freuen. Genau. Nehmt ihn beim Wort, geht gerne beim Stand vorbei und dann in diesem Sinne herzlichen Dank, Jürgen Dönges. Das ist nochmal dein Applaus und herzlichen Dank. Dankeschön.